Diese Maschine ist ein wahrer Alleskönner. Zumindest wenn es um die Produktion von Stahlfedern geht. Sie biegt Draht von bis zu 8 mm Dicke in jede beliebige Form. Und das so schnell, dass man mit dem bloßen Auge kaum hinterherkommt. Auf der Messe Wire & Tube in Düsseldorf ist die Schenkelfedermaschine eines der Highlights. Die Maschine hat eine Drahteinzugsgeschwindigkeit von 70 Meter pro Minute. Das heißt, die Outputleistung, die kann so zwischen 15 und 100 Federn pro Minute liegen, je nach Geometrie. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie massiv diese Maschine gebaut ist, die wiegt also etwa 10 Tonnen. Und das ist kein Stahl, der einfach nur da ist, sondern das ist wirklich Hightech. Für andere Formen geht es nicht immer so schnell. Diese Weltneuheit stellt sogenannte Doppeldrehfedern her. In dieser Größe werden sie millionenfach auf der ganzen Welt in der Landwirtschaft zum Heuwenden benötigt. Eine effiziente Produktion ist daher sehr gefragt. Hier verlangen die Hersteller von diesen Maschinen, dass die Stückpreise sehr niedrig sind, weil bei bestimmten Maschinen sehr viele Federn zum Einsatz kommen und auch dann sicherlich auf jährlicher Basis immer gewechselt werden. Und aus dem Grund für die Bauern ist es auch sehr wichtig, dass die Kosten niedrig sind, damit die Maschinen auch wirtschaftlich arbeiten können. Auf der Weltleitmesse für Draht und Rohr geht es aber auch filigraner. Hunderte Arbeitsstunden stecken in diesen Kunstwerken. Sie zeigen, wie vielfältig Draht sein kann, vor allem aber, dass es nicht immer auf Maschinenkraft und Geschwindigkeit ankommt, um dem Industrierohstoff einen Mehrwert zu entlocken.